Hallo Schachfreunde, schon sehr lange bekomme ich Anfragen, ob ich nicht mal ein paar Videos zum Thema Endspiele machen könnte. Meist war meine Antwort darauf, dass es zu diesem Thema ja schon genug Literatur und Videos gibt. Nachdem ich aber nun selbst mein Endspiel verbessern wollte, ist mir aufgefallen, dass es zu diesem Thema nur den üblichen Krempel gibt. Mattsetzen mit irgendwelchen Figuren und Bauernendspiele, welche ich sowieso nie aufs Brett bekomme. Was ich brauche, sind praktische Tipps für Stellungen, welche in der Mehrzahl auch in wirklichen Schachpartien aufs Brett kommen können. Und noch viel wichtiger, ich möchte Stellungen haben, in denen wir Hobbyspieler immer wieder typische Fehler machen. Ich denke, ich habe eine gute Auswahl an Endspielen gefunden, welche vielen von euch bekannt vorkommen werden. Nicht aus dem Grund bekannt, weil man sie mal in irgendeinem Buch gesehen hat, sondern aus dem Grund bekannt, weil man sie in der einen oder anderen Form schon so in der eigenen Partie auf dem Brett hatte. Eine wichtige Frage ist aber, wie kann man grundsätzlich im Endspiel besser werden? Zunächst einmal muss man feststellen, dass wir zuerst unsere Eröffnungen gut spielen müssen, anschließend das Mittelspiel mit all seinen strategischen Elementen beherrschen müssen. Ich habe hierzu bereits die Videoserie Schachstrategie ins Leben gerufen und uns erst dann Sorgen um das Endspiel machen müssen. Natürlich gibt es Ausnahmen, in welchen bereits in der Eröffnung sehr weitsichtig ein mögliches Endspiel angepeilt wird, aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen und für unser Endspieltraining momentan nicht relevant. Viele wissen, dass es Eröffnungstheorie gibt, aber die wenigsten kennen die gängige Endspieltheorie. Damit meine ich nicht irgendwelche vorgefertigten Züge, die man nur noch herunterspulen muss, sondern Theoriewissen, auf welchen unsere Züge basieren. In der Eröffnung ist es beispielsweise gängige Theorie, dass wir unsere Figuren entwickeln. Wie wir das machen, ist uns überlassen. Aber mit dem Wissen, dass wir Figuren entwickeln müssen, kennen wir die Richtung, in welche wir denken müssen. Springer raus, Läufer raus und so weiter. Im Endspiel ist das nicht anders. Auch hier gibt es Theoriewissen, welches wir anwenden müssen, um die richtige Richtung zu finden. Hierzu ist es notwendig, diese typischen Endspielstellungen und deren Theorie zu kennen. Ihr werdet euch wundern, wie oft man in den verschiedensten Endspielstellungen auf dieses Theoriewissen zurückgreifen kann. Gleichzeitig ist es wichtig, auf die typischen Endspielprinzipien zurückzugreifen. Ein Prinzip gilt für alle Endspiele und das kennt so gut wie jeder. Aktiviere deinen König. Das ist recht einfach zu verstehen. In der vorliegenden Stellung haben wir ein Turmendspiel und hier gibt es ebenfalls ein wichtiges Prinzip. In Turmendspielen ist es neben einem aktiven König auch wichtig, einen aktiv stehenden Turm zu haben. Ein aktiver Turm gepaart mit einem aktiven König ist oft mehr wert als ein zusätzlicher Bauer. Sollte also der Gegner einen Mehrbauern besitzen und ihr im Gegenzug einen aktiven Turm und König, dann ist das mehr als genug Kompensation. Wenn ihr euch in einem Endspiel die Frage stellt, ob ihr einen angegriffenen Bauern verteidigen sollt oder den Bauern für einen aktiven Turm und König opfern sollt, dann ist es in der Mehrzahl der Fälle besser, den Bauern zu opfern. Meist führt das eigene aktive Spiel sowieso recht schnell zum Rückgewinn des Opfers plus Zinsen. Es gibt viele Prinzipien in Endspielen, die man einfach wissen muss. Beispielsweise sollten in Läuferendspielen die eigenen Bauern auf der entgegengesetzten Farbe des Läufers sein und so weiter. Einige der Prinzipien werde ich in dieser Endspielserie zeigen. Die Stellungen stammen meist von Partien, die von Spielern zwischen 1500 und 2200 Elo gespielt wurden. Aber kommen wir zurück zu den Turmendspielen. In Turmendspielen ist die Tendenz, Fehler zu machen, ziemlich hoch, denn gerade Turmendspiele neigen dazu, schnell in Bauernendspiele abgewickelt zu werden. Und bei Bauernendspielen gibt es keine Bewertung wie etwa Weiß steht besser oder Schwarz steht etwas schlechter. Bauernendspiele sind immer konkret. Entweder gewonnen, verloren oder Remis. Dazwischen gibt es nichts. Sobald ein Bauernendspiel auf dem Brett ist, steht bereits das Ergebnis fest, solange man die Stellung korrekt spielt. Nun aber zur aktuellen Stellung. Weiß hat hier bereits Vorteil, denn der schwarze König steht sehr passiv und sein Turm steht ebenfalls sehr passiv. Ohne den schwarzen Turm auf der achten Reihe würde Weiß einfach matt drohen. Schwarz hätte hier versuchen sollen, mit seinem König beispielsweise nach G8 zu ziehen, gefolgt von König H7 und König auf G6. Das ist eine Möglichkeit, wie man eine solche Stellung spielen sollte. Und Schwarz hat natürlich auch die Möglichkeit, einfach den Bauernzug nach H5 zu ziehen. Es könnte weitergehen mit Turm auf D5, den Bauern zu opfern und den Turm nach E6 zu ziehen. Turm schlägt G5, König auf E8 ist eine Möglichkeit, gefolgt von König auf D7 und damit Gegenspiel zu bekommen. Alles, was er hätte tun können, war besser als das, was er in der Partie tat. In der Partie zog Schwarz den Turm nach E6.
und dieser Zug erlaubte es Weiß, forciert zu gewinnen. Weiß gab in dieser Stellung das Schach auf D8, der Turm muss dazwischen ziehen und hier geht Weiß praktisch direkt in ein gewonnenes Bauerninspiel. Turm schlägt Turm, König schlägt Turm und Schwarz hat diese Stellung bestimmt gesehen, aber fälschlicherweise angenommen, dass diese Stellung für ihn in Ordnung ist. König auf G4, König auf D7, König auf H5, bis jetzt sieht alles ganz normal aus, König auf E6, der König nimmt den Bauern und Schwarz nimmt ebenfalls einen Bauern, aber nun folgt der Bauernzug nach G4. Und mit diesem Zug hat der schwarze König aufgrund des schwachen G5-Bauern keinen guten Zug mehr. Natürlich könnte Schwarz hier noch ein paar Bauernzüge am Damenflügel machen, aber irgendwann muss der schwarze König ziehen und der Bauer auf G5 fällt. Und das ist ein wirklich typischer Fehler, den man in vielen Partien findet. Wir gehen zurück zur Ausgangsstellung und fragen uns, warum sieht man diesen Fehler so häufig? Man sieht diesen Fehler so häufig, weil Schwarz natürlich sieht, dass sein König und sein Turm sehr passiv stehen und Schwarz diesen Zustand so schnell wie möglich ändern will. Dabei hat Schwarz das Bauernendspiel nicht weit genug berechnet, um festzustellen, dass es einfach nur verloren ist. Schwarz hätte wohl besser den Turm nach C8 gezogen und auf König G4, ja, einfach König auf E8 gespielt, gefolgt von Turm auf C6, um zu versuchen, von hier aus den Bauern auf F6 anzugreifen. Schwarz würde in dieser Stellung nicht forciert verlieren. Nach dem Turmzug E6 allerdings verliert Schwarz das Bauernendspiel forciert. Und das ist ein wirklich typischer Fehler, wie man ihn sehr häufig sieht. Im nächsten Video schauen wir uns ein weiteres Turmendspiel an. Die meisten Fehlentscheidungen am Schachbrett passieren immer aus irgendwelchen Ängsten heraus. Im vorherigen Beispiel war es die Angst vor Inaktivität. Der Turm und der König standen inaktiv und Schwarz wollte dieses Problem sofort lösen. Im vorliegenden Beispiel ist es die Angst vor dem weißen Mehrbauern. Weiß hat hier 6 Bauern, während Schwarz hier 5 Bauern hat. Und Schwarz sah hier die direkte Möglichkeit, dass er mit Turm auf F7 dieses Problem lösen kann. Er gibt also das Schach auf F7, der König geht nach G2, D schlägt E5 und Schwarz hat die Bauern wieder ausgeglichen. Allerdings hat sich Schwarz in all der Panik keine Gedanken darum gemacht, wie das nach Turm auf D8 Schach entstehende Bauernendspiel zu bewerten ist. Und das war für den Ausgang der Partie entscheidend. Vorrangig war dem Schwarzen einfach nur, den Bauern zurückzugewinnen. Wir gehen zunächst einmal zurück und schauen uns an, was hätte Schwarz hier besser machen sollen. Schwarz hätte in dieser Stellung beispielsweise den König nach F7 ziehen sollen. Es könnte weitergehen mit E schlägt D6 und C schlägt D6. Zwar ist hier Schwarz immer noch einen Bauern hinten und Weiß hat gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, aber anders als in der Partiefortsetzung gibt es hier keinen schnellen und klaren Gewinn für Weiß. Weiß muss hier immer noch sehr gute Endspieltechnik demonstrieren, um den Punkt nach Hause zu fahren. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie es Weiß gelang, hier die Partie für sich zu entscheiden. Wir gehen zurück. In der Partie zog, wie gesagt, Schwarz das Schachturm auf F7. Der König ging nach G2. Nach E2 sollte der König nicht gehen, denn dann sieht der Turmzug nach E7 recht stark aus. Deswegen König auf G2. Jetzt nimmt Schwarz den Bauern zurück und hier kommt nun die Hauptregel des Bauernendspiels. Es folgte nun ganz forciert Turm auf D8 Schach, der Turm zieht dazwischen, der Turm wird genommen, der König nimmt zurück und nun König auf F3, König auf E7, König auf E4 und König auf E6. Schwarz könnte hier auch den König nach D6 ziehen, aber das macht für die Stellung keinen Unterschied. Wir ziehen also den König nach E6 und nun schauen wir uns diese Stellung an. Die Bauernanzahl ist ja ausgeglichen. Schwarz hat 5 Bauern und Weiß hat auch 5 Bauern. An für sich sollte man davon ausgehen, dass hier alles im Lot ist. Aber schauen wir uns die Stellung genauer an. Weiß hat nun 3 Bauern am Damenflügel gegen 2 Bauern am Damenflügel von Schwarz. Am Königsflügel haben wir ausgeglichene Bauern.
Und eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Regel in Bauernendspielen ist, einen entfernten Freibauern zu bilden. Weiß wird nun seine drei Bauern am Damenflügel nach vorne ziehen und kann damit gegen diese zwei Bauern von Schwarz einen entfernten Freibauern bilden. Um diesen Freibauern von Weiß aufzuhalten, muss Schwarz mit dem König an den Damenflügel und entfernt sich damit sehr weit vom Königsflügel, auf welchem der weiße König in Seelenruhe die beiden schwarzen Bauern aufs Korn nehmen wird. Schauen wir uns an, wie es weitergeht. B4, Weiß zieht seine Bauern nach vorne, König auf D6, C4, König auf E6, A4. Es ist im Prinzip vollkommen egal, was Schwarz hier macht. König auf D6 und nun das Schach. König auf E6, B5 und Weiß schafft es, einen Freibauern zu bilden. Es gibt nichts, was Schwarz dagegen tun kann. G6, A5 und dann kommt noch B6, A schlägt, C schlägt B6, C schlägt B6 und wir haben diesen Freibauern gebildet. Ich habe hier einen Zug von Schwarz ausgelassen, aber selbst mit diesem Zug, selbst wenn hier Schwarz einfach noch den Bauern nach H6 ziehen würde. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Schwarz nun diesen Freibauern auf der B-Linie aufhalten muss. König auf D6, der Bauer will sich umwandeln, König auf C7 und nun nimmt Weiß den Bauern auf E5 raus. Der König nimmt auf B7 und nach König F6 ist die Sache schon sehr eindeutig. Weiß gewinnt nun einfach die beiden schwarzen Bauern am Königsflügel. Und um es auf den Punkt zu bringen, Schwarz wollte in seiner Angst um jeden Preis das Gleichgewicht an Bauern auf dem Brett wiederherstellen, ohne das dabei forcierte verlorene Bauernendspiel zu erkennen. Wir müssen uns hinter die Ohren schreiben, dass wir niemals in ein Bauernendspiel gehen dürfen, wenn wir nicht das Ergebnis des Bauernendspiels wissen. Es ist immer besser, mit einem Bauern weniger ein Turmendspiel zu spielen und dem Gegner noch Probleme zu bereiten, als in ein Bauernendspiel mit der gleichen Anzahl an Bauern zu landen, welches forciert verloren ist. In dem vorliegenden Beispiel muss man auch nicht viel rechnen. Alles, was man hier wissen muss, ist, dass man mit dem König den Bauern E5 blockieren muss und man mit dem Mehrbauern am Damenflügel einen entfernten Freibauern bildet, welcher den schwarzen König vom Königsflügel ablenkt. Die Grundregel lautet, die Seite mit dem entfernten Freibauern gewinnt. Und damit schließe ich dieses erste Video ab. Ich denke, diese beiden Beispiele waren sehr einfacher Natur, aber ich sehe es immer wieder in Partien, auch von Mannschaftskameraden, dass solche Endspiele nicht richtig behandelt werden. Es ist immer dieser Aktionismus, der zutage tritt. Man möchte ein bestehendes Problem sofort lösen und macht sich über die Folgen keine Gedanken. In beiden Beispielen, die wir gesehen haben, ging es darum, ein Problem, was auf dem Brett ganz ersichtlich war, direkt zu lösen, was zur Folge hatte, dass ein Bauernendspiel auf dem Brett war, was verloren ist. Im ersten Beispiel war es die Angst vor Inaktivität und im zweiten Beispiel war es die Angst vor dem Mehrbauern. In beiden Fällen konnte Weiß direkt in ein gewonnenes Bauernendspiel abwickeln. Und manchmal, wie gesagt, sollte man sich fragen, will ich das? Will ich in dieses Endspiel hinein? Ich kann versichern, dass es immer besser ist, auch mit einem Bauern weniger ein Endspiel zu spielen mit Türmen. Man hat viel mehr Chancen, eine Partie mit einem Bauern weniger, aber mit Türmen auf dem Brett herumzureißen, als in diesen ganz klaren verlorenen Verluststellungen in Bauernendspielen. Und wie gesagt, so viel zu dem ersten Video in der Reihe typische Endspielfehler. Es wird noch weitere Endspielstellungen geben, da sind auch wirklich sehr spannende Sachen dabei, die wir alle schon mal irgendwie auf dem Brett hatten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.